Herr Müllen, Prowein 2012, Jahrgang 2011 ist der absolute Hit momentan. Ja. Und Sie servieren uns hier einen 1997er? Fragezeichen. Ja, das ist eine Spezialität in meinem Weingut. Ich liebe gereifte Weine, weil toll gereifte Weine haben eine Aromenvielfalt, die junge Weine noch nicht haben können, weil dafür braucht es einfach viel, viel Zeit. Und das ist meine Leidenschaft, mein Hobby noch mit dabei. Und ich habe hier diesen Wein weggelegt bis vor 2 Monaten. Da habe ich wie jedes Jahr mal wieder eine Flasche geöffnet. Und ich war hellauf begeistert und habe gesagt, jetzt muss ich in der Öffentlichkeit vorstellen, 1997, gut gereift, hervorragend zum Trinken. Es feiert praktisch dieses Jahr seinen 15. Geburtstag. Wie würden Sie denn seine Entwicklung beschreiben? Ist er noch in der Pubertät oder ist er jetzt schon langsam so Richtung heranwachsend? Ja, der ist jetzt heranwachsend. Ich würde sagen, ja, der fühlt sich in etwa wie ich. Heranwachsend bis etwas älter. Aber er bleibt noch lange topfrisch. Also er hat jetzt bald die 15 Jahre und 30 Jahre dürfte für ihn gar kein Problem sein. Super, merci. Dann schauen wir mal, dass wir in 15 Jahren zur nächsten Messe dann nochmal die letzte Flasche 97er Müll leeren können. Gemeinsam vor der Kamera vielleicht? Gerne, ja. Ich werde mir was zurücklegen. Okay, dann viel Erfolg. Kurze Frage noch, Herr Müllen. Einen 15 Jahre alten Riesling, er duftet ja ganz, ganz anders als junge Weine, junge Rieslingwein speziell. Und wie würden Sie denn jetzt den 97er beschreiben aktuell vom Geruchgeschmack her? Ja, vom Geruchgeschmack her. Es ist für mich immer wieder eine wundervolle Sache, in diese Weine hineinzuriechen. Es ist ein Blumenstrauß, den man hier in diesen Weinen hat. Und die besondere Note, die hier drin ist, das ist eine hervorragende, wunderschöne Cassis-Note. Also wer gerne schwarze Johannisbeere riecht und trinkt und isst, das ist was, was sich bei einem reifen Riesling wunderschön bildet. Und das ist in diesem Wein auch. Und man hat auch eine tolle natürliche Kräuterwürze, die mich auch immer wieder begeistert. Viele Winzer sagen, ja, das schmeckt wie richtig guter Wein. So, man kann es auch nicht immer ganz beschreiben, was so an Vielfalt an Aromen in diesen Weinen vorhanden ist. So, auf die ganz schnelle gefragt, zu welchen Essen mit Cassis, mit Kräuternoten, mit feiner Frucht und alles Mögliche, zu welchen Essen würden Sie denn jetzt speziell diesen Wein bevorzugen? Ja, also das Schöne an diesem Wein ist diese Noten, diese Cassis-Noten, diese Kräuternoten, das sind alles ganz, ganz feine Noten, sodass sie auch das Essen überhaupt nicht negativ beeinflussen, sondern sie unterstützen das Essen. Das ist das Schöne bei alten Weinen. Man kann sehr, sehr viele Speisen dazu nehmen. Und zwar hier zu dem Wein würde ich zum Beispiel sehr gerne Hartkäse. Das ist wunderschön. Also alle möglichen Hartkäse schmecken zu diesem halbtrockenen Wein gut. Dann gute deutsche Küche, sage ich mal. Kartoffeln, Rindfleisch, Kohlgemüse, das sind alles Dinge, die ganz hervorragend zu diesem Wein schmecken. Prima, besten Dank. Wobei ich würde den Tipp geben, 15 Jahre alten Riesling sollte man zu frischem Rindfleisch und nicht zu 15 Jahre gelagertem Rindfleisch essen. Ja.